Nach dem herben Abverkauf der letzten Tage feiern die Bullen heute mal wieder eine Party an den Aktienmärkten. Man könnte sagen, alles, was zuletzt massiv verprügelt wurde, das steigt heute massiv. Meme-Stocks wie AMC oder GameStop oder ARK Innovation meiner zweitbesten Freundin Cathie Wood zweistellig im Plus, Tech-Werte im Plus und. Also so ganz, ganz furchtbar überraschend kommt das nicht. Wir haben wichtige Marken angelaufen, dazu gleich mehr. Und jetzt sehen wir diesen technischen Rebound. Aber schauen wir uns mal das übergeordnete Bild an. Und da will ich die Laune der Bullen noch ein bisschen vor dem Wochenende verbessern. Da stehen wir vor Inflation, Stagflation und wir sind auf dem Weg in eine Mangelwirtschaft. Wenn man mit Leuten aus der Wirtschaft, aus deutschen Konzernen spricht, die sagen, wir haben komplett unser System umstellen müssen oder sind dabei, es komplett umzustellen. Das sind dann Massen an Beratern, McKinsey etc. sind vor Ort, weil schlichtweg die Lage sich so stark geändert hat. Und das Problem, das viele Konzerne, was viele Firmen haben, ist schlichtweg, wenn du ein Teil nicht hast, dann kannst du teilweise das ganze Produkt nicht herstellen. Also ist es sozusagen das schwächste Glied der Kette, das dann immer das Problem ist. Und Autobauer sind davon besonders betroffen. Die haben dann Folgendes gemacht. Die haben einfach gesagt, okay, wenn wir zu wenig Teile haben, dann bauen wir einfach nur die Autos, die besonders margenstark sind. Dementsprechend sahen die Zahlen dieser deutschen Autobauer zum Beispiel relativ gut aus. Aber das kaschiert nur das Problem, das wir eigentlich haben, dass wir zu wenig Angebot haben bei gleichzeitig einer zu hohen Nachfrage. Jetzt versucht die Fed, die Nachfrage nach unten zu drücken. Aber die Frage ist, hilft das, wenn das Angebot nicht nachkommt? Dann haben wir immer noch wahrscheinlich mehr Nachfrage als Angebot und dadurch hohe Preise. Und dadurch, dass die Notenbanken, vor allem die Fed, versuchen eben diese Nachfrage zu drücken, die Financial Conditions zu straffen, dann gehen wir in eine Schrumpfung oder mindestens Stagnation der Wirtschaft, kommen also bei gleichzeitig hohen Preisen in eine schwache Wirtschaftsentwicklung. Das nennt man dann Stagflation und diese Stagflation ist bedingt durch eine Mangelwirtschaft. Das sieht ähnlich wie ich Mohamed El Erian, ehemaliger PIMCO-Chef, der gesagt hat, jetzt Allianzberater, ich glaube, dass leider das Stagflationsszenario das wahrscheinlichste ist. Wir sehen deutlich schwächeres oder werden deutlich schwächeres Wachstum sehen und frustrierend hohe Inflation für dieses Jahr. Und auch im nächsten Jahr, ob wir etwas Schlimmeres bekommen, hängt davon ab, ob die Fed ein Soft Landing wirklich hinbekommen kann. Also der sieht ähnliche Probleme auf uns zukommen und das wird durch die Daten gestützt. Wir hatten heute das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan und das ist eingebrochen, so schlecht wie seit Jahren nicht mehr. Und der Grund ist die Preisentwicklung, die Inflation, die Preise sind so hoch, so haben zum Beispiel so viele wie noch nie, seit es die Aufzeichnung dieser Daten gibt, nämlich seit 1978 gesagt, die Buying Conditions für Durables, also für größere langlebige Güter, Autos, Waschmaschinen etc., die sind so schlecht wie noch nie. Das ist sozusagen das, was den Leuten jetzt schon richtig Probleme bereitet. Deswegen bricht die Konsumentenstimmung ein und wenn der Konsument nicht mehr will oder kann, dann ist das gerade in einer konsumorientierten Wirtschaft wie in den USA, wie in anderen Ländern auch, ist das natürlich ein Vorbote für eine deutliche Wirtschaftsabschwächung. Man kann fast von einer deprimierten Stimmung sprechen der Amerikaner. Auch die Erwartungen für ihre finanzielle Zukunft sind deutlich eingebrochen. Und wir sehen hier, das dritte Mal jetzt in Folge sind die Erwartungen in Sachen Inflation für das nächste Jahr bei den Amerikanern gestiegen. Das ist das erste Mal seit 40 Jahren, dass das passiert. Also wir sehen hier schon, wo es knackt, wo es hakt und gleichzeitig sagen diese Leute aber, naja, in 5 Jahren wird die Inflation dann wieder niedriger sein. Poor fools still think inflation will be 3% in 5 years, sagt hier Zero Hedge. Und sagte, vielleicht ist das nicht so, vielleicht bleibt einfach die Inflation extrem hoch. Jetzt haben wir einen so starken Einbruch bei dem Vertrauen der Konsumenten, wie wir es eigentlich normalerweise nur in einer Rezession bereits haben. Es gab nur eine einzige Ausnahme seit 1978 und das war, als 2011 die Aktienmärkte in einem Bärenmarkt waren. Das haben wir ja knapp verhindert, was den S&P 500 betrifft. Der S&P 500 war 19,92% gefallen. Dadurch kamen keine Schlagzeilen S&P 500 im Bärenmarkt, denn Definition ist 20% Fall von dem vorherigen Hoch. Also wir sehen, das ist schon eine sehr, sehr fragile Situation. Was passiert, wenn jetzt wirklich dann
eben die Dinge sich abkühlen, wenn Leute vielleicht ihren Job verlieren, dann wird der Konsum noch weiter wahrscheinlich einbrechen. Und wir sehen, dass schlichtweg eben viele Produkte nicht kommen. Das gilt auch und gerade jetzt für E-Fahrzeuge. Wer zum Beispiel ein Fahrrad bestellen will oder ein E-Bike bestellen will, der weiß, dass das derzeit nicht gerade einfach ist. Jetzt haben die zwei größten Autobauer, nämlich Volkswagen und Toyota, gewarnt, dass vor allem der Rollout of Electric Vehicles, also von Elektrofahrzeugen, wohl richtig problematisch wird. Man wird sehr viel weniger Autos verkaufen können. Die ganzen Projektionen, die man gemacht hatte vorher, die sind nicht mehr aufrecht zu erhalten, weil schlichtweg die Bauer dieser Autos nicht die entsprechenden Teile haben. Die Nachfrage ist nach wie vor groß. Viele Leute wollen E-Fahrzeuge, weil die auch staatlich gefördert werden oder weil sie es sehr gut finden. Also das ist die Situation, in der wir jetzt sind. Und dann kommt noch dazu, dass in China derzeit Merkwürdiges passiert. Ein Kollege aus Shanghai hat uns hier folgenden Bericht geschrieben. China regelt sich ab mit Xi Jinping in Richtung Abgrund. Ich werde gleich noch darauf nochmal hinweisen. Aber wir sehen zum Beispiel, in Shenzhen sind jetzt die Steuereinnahmen um 44% zum Vorjahresmonat gesunken, schlichtweg durch die Corona-Maßnahmen, was in Shanghai der Fall ist. Da braucht man gar nicht lange drüber nachdenken. Auch Peking ist ja teilweise im Lockdown. Wie gesagt, dazu gleich nochmal mehr. Aber jetzt ist eben diese ganze Story Nachfrage-Angebot. Das ist das Entscheidende. Wir haben zu wenig Angebot, wir haben noch zu viel Nachfrage. Kashkari, eigentlich das doofeste Mitglied der Fed und so ein bisschen der Andrew Agassi des Prekariats, hat gesagt, ja okay, wenn wir jetzt Hilfe von der Supply Side, von dem Angebot bekommen würden, dann müssten wir auch die Geldpolitik nicht so straffen, also müssen natürlich die Märkte auch hoffen, dass dieses Angebot wieder mehr wird. Aber die Dinge laufen derzeit nicht unbedingt in diese Richtung. Russland dreht ab Samstag Finnland den Strom ab. Der Ölpreis steigt wieder massiv. Wir haben Weizenpreise, die massiv gestiegen sind, wahrscheinlich eine Ernährungskrise in vielen Ländern auslösen werden. Wir haben zu wenig Aluminium, wir haben zu wenig Metalle. All das ist derzeit ein riesiges Thema. Und dennoch waren gestern, ich hatte schon, glaube ich, im Markenflüster oder heute im Videospekt darauf hingewiesen, Daily, die relativ dovish ist eigentlich, und Paul ziemlich hawkisch, die haben gesagt, okay, naja, eher werden wir die Rezession in Kauf nehmen als eine dauerhaft zu hohe Inflation. Paul hat ja wörtlich gesagt, also wenn die Inflation zu hoch ist, dann macht sie die Wirtschaft so oder so kaputt. Also versuchen wir, die Inflation erstmal zu bekämpfen. Das ist natürlich übergeordnet durchaus ein Gegenwind für die Märkte und das haben die teilweise schon eingepreist. Wir sehen oben in der Grafik S&P 500, rote Linie ist schon nach unten gegangen. Das BIP in den USA ja noch relativ gut, aber die Financial Conditions, der zweite Chart hier unter dem ersten, die sind schon auf Niveaus, die wir seit einigen Jahren nicht mehr gesehen haben, mit Ausnahme des Corona-Crash. Es hat schon ein Financial Tightening stattgefunden, dieser Financial Conditions, nämlich indem der Ölpreis massiv gestiegen ist, indem die Fed jetzt angefangen hat, die Zinsen anzuheben. Also da ist einiges schon passiert und dann stellt sich die Frage, wie weit wird die Fed gehen können, müssen, um eben dieses Problem zu lösen. Hier sehen wir mal eine Aufstellung, ganz interessant, wie ich finde, der verschiedenen Notenbanken, was die alles so tun. Federal Reserve, EZB, Bank of England, alle heben die Zinsen an. Selbst unsere heißgeliebte EZB will ja jetzt am Juli damit anfangen, die Zinsen anzuheben und dann auch ihre Anleihekäufe beendet haben. Es geschehen immer wieder Wunder, meine Damen und Herren, auf dieser Welt. Andreas Steno Larsen sagt, ja, also pass auf, vor Ende 2023 werden die wieder Quantitative Easing betreiben, also wieder genau das Gegenteil tun. Mal sehen, ob er recht hat. Aber wir sehen, dass Nervosität auch in den Märkten ist. Das gilt vor allem auch für den Devisenmarkt. Wir haben ja diese massive Dollarstärke gesehen. Wir sehen hier, die Volatilität am Devisenmarkt ist so stark gestiegen jetzt, wie seit dem Corona-Crash nicht mehr. Vor allem ausgelöst durch Dollarstärke, durch Yuan-Schwäche jetzt auch in letzter Zeit. Euro-Dollar nach wie vor ja ziemlich unter Druck. So im Bereich 1,04 wieder, hat sich mit den Märkten erholt, und aber nicht nachhaltig erholt. Dagegen nachhaltig ist die Frage, auch die Erholung heute an den Aktienmärkten. Wir sehen Nasdaq über 3% im Plus und diese Wende kam an einem neuralgischen Punkt an diesem Abwärtstrendkanal. Nicht fürchterlich überraschend, dass da erstmal ein Bounce nach oben kommt. Dennoch spricht Sven Henrique davon, dass wir einen brutalen Bärenmarkt gesehen haben, und wer
bestimmte Aktien im Depot hat, die 80-90% verloren haben von ihrem Hoch. Viele IPOs, vor allem aus den USA, der wird wissen, was da angesprochen ist. Und wir hatten hier über eine Billion an Marktkapitalisierung verloren, allein im Nasdaq 100. Also da ist durchaus was passiert. Heute, wie gesagt, die Gegenreaktion. All das war bedingt auch vor allem durch Abflüsse aus ETFs. Und diese Abflüsse aus ETFs, die treffen dann eben diese Dickfische wie Apple, Microsoft, Google. Denn die sind ja sehr stark in diesen Index-ETFs gewichtet, aufgrund ihrer schlichten Marktkapitalisierung. Also das dürfte hier ein Grund gewesen sein. Und dieser Abverkauf, der passierte an einer neuralgischen Stelle, auch auf der Oberseite. Wenn wir jetzt mal das ganz, ganz große Bild uns anschauen, seit 1987 ist der S&P 500 eigentlich in einem aufsteigenden Trendkanal und hat die obere Begrenzung hier angetouched, angerissen, könnte man sagen. Das war gleichzeitig auch ein wichtiges Fibo-Retracement, 261,8er. Würden wir dann zum 100er zurückkommen, dann wären wir da, wo wir beim Corona-Crash gewesen sind. Heute ist natürlich alles anders. Wie gesagt, heute ist ein bisschen Party-Time. Es steigt alles, was vorher massiv verprügelt wurde. Die Frage ist halt, wie nachhaltig wird das sein? Interessant zum Beispiel auch das, was Elon Musk heute verkündet hat. Der gesagt hat, na, mit Twitter, das pausiere ich erstmal. Hat er zunächst gesagt, die Tesla-Aktie hat ja seit Elon Musk hier Twitter übernehmen will ein Problem. Das sehen wir hier in dieser Grafik. Die gelbe Linie ist der Tesla, die blaue Linie ist der S&P 500. Und wir sehen, Tesla hat den S&P 500 seit dieser Übernahmeabsicht deutlich underperformed. Dann hat aber Musk später gesagt, still committed to acquisition. Also ich will nach wie vor eigentlich kaufen, aber das war so ein bisschen eine der Nachrichten des Tages. Sind wir jetzt in einer Kapitulation? Wir haben gesehen, der VIX ist nicht mehr gestiegen, also die Vola ist nicht mehr gestiegen. Das ist auch vielleicht einer der technischen Indikatoren, die darauf hingedeutet haben, neben positiven Divergenzen, dass wir nach unten jetzt kurzzeitig mal fertig sind. Aber wenn wir uns mal übergeordnet die ganze Welt anschauen, in Sachen Bärenmärkten oder Correction, Bärenmarkt, also mindestens 20% Abverkauf an den Märkten, Correction mindestens 10%, dann sehen wir hier, dass eigentlich fast alle Länder davon betroffen sind. 58 von 86 Regionen sind in einem Bärenmarkt, 21 von diesen 86 sind in einem Correction Territory, insgesamt also 79 von 86 erfassten Regionen sind in der Korrektur oder in einem Bärenmarkt. Und vielleicht ganz interessant ist, dass wenn man sich jetzt mal die Unternehmenserwartungen anschaut, die Earnings Revision Ratio, also dass praktisch die Unternehmen gezwungen sind, ihre Gewinnerwartungen zu senken, dann sehen wir, dass am wenigsten betroffen sind Osteuropa, der Mittlere Osten und Afrika. Interessanterweise, also es hat die westliche Welt getroffen, es hat China getroffen, die Regionen, die sonst keine so große Rolle spielen, hat es eher weniger getroffen. Wir sehen, dass dadurch auch vor allem die Exportwerte im DAX deutlich schlechter gelaufen sind. Ein Index DAX Export Strategy, also wo praktisch exportorientierte Unternehmen aus dem DAX versammelt sind, minus 18%, während der DAX nur minus 13% gefallen ist dieses Jahr. Also da sieht man, das ist sozusagen ein Exportproblem. Dieses Exportproblem resultiert schon dadurch, dass die exportierenden Unternehmen schlichtweg zu wenig Produkte haben, zu wenig Teile haben, als dass sie diesen Export auch machen könnten. Es ist nicht die Nachfrage, die hier das Problem ist, sondern das Angebot. Und heute, meine Damen und Herren, jetzt werden Sie sagen, Fugmann, du nervst, ja, und Sie haben völlig recht damit. Aber ich will Ihnen heute vier Artikel an die Hand geben. Wenn Sie alle vier nicht schaffen, haben Sie das Wochenende noch dazu. Der erste ist, Deutschland fürchtet Stagflation, weil Russland de facto Gasembargo verhängte. Wichtiger Artikel, da ist faktisch schon eine Art Teilembargo der Fall. Sollten sich darüber informieren. Erster Artikel, der verlinkt ist. Zweiter Artikel, Ottmar Issing hat sich unterhalten mit Danny Stelter. Ottmar Issing ist der ehemalige Chefvolkswirt und einer der Gründungsväter der EZB. Und der sagt, die EZB ist in einer Sackgasse gefangen und kommt da nicht mehr raus. Es sei ein richtiges Desaster, was da passiert. Ein sehr lesenswerter Artikel meines Kollegen Georg Habenicht, meine Damen und Herren. Und dann, viele haben sich darauf gefreut, da hat René Will-Rendite mit Andreas Beck und Marcel Fratscher ein Interview geführt.
Fratscher war natürlich wieder großartig bestechend in seiner Argumentation, so bestechend, dass mein Kollege Claudio Kummerfeld darüber einen Artikel verfassen musste. Klackhörer der EZB, Marcel Fratscher entlarvt einen Mythos, der entlarvt ständig Mythen. Alles, was ihm nicht passt, ist ein Mythos und wird dann mit etwas, zweifelhaften akademischen Methoden attackiert. Darüber ein Artikel plus eben dieses Interview. Bilden Sie sich da Ihre eigene Meinung, ob Sie da begeistert sind oder wie begeistert Sie sich. Sie werden sicherlich über Marcel Fratscher begeistert sein. Man kann über Marcelo Fratscherino nur begeistert sein. Die Frage ist nur, in welchem Grade. Ja? Also das ist der dritte Artikel. Und dann, meine Damen und Herren, schon angesprochen, China riegelt sich ab, Xi Jinping Richtung Abgrund. Da passieren Dinge, die nur jemand erkennen kann, der wirklich dort lebte. Das ist ein Artikel eines unserer Autoren, der unter Pseudonym auftritt, in einer großen chinesischen Stadt lebt und der hier viele Beteiligte kennt und weiß, was da gespielt wird. Kann ich nur empfehlen. Also vier Artikel, meine Damen und Herren, auch wenn es nervt. Wenn Sie nicht alle vier schaffen, dann suchen Sie sich den raus oder die raus, die am meisten interessieren. Ich wünsche jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns am Montag in alter Frische. Servus und ciao.